Was ist wieder da? Juhu! Da ist der Sonic. Jawohl. Was ist das? Möchte ich das wissen, was das war? Lol, guck mal, da unten ist ein Fettsack. Oh mein Gott! Shigekishi von der Roten Wache. Ah ja. Machen wir erstmal das hier. Wo wir irgendwas anderes machen. Das Einzige, was ich jetzt in den letzten Minuten gemacht habe... war die Tatsache, dass ich einfach nur gefarmt habe. Ich habe Gegner gekillt, Erfahrungspunkte gesammelt, Geld gesammelt. Mehr habe ich nicht gemacht. Ihr habt also nichts verpasst, meine Freunde. Ich habe den Chat so ein bisschen mitverfolgt. Das geht ja zum Glück. Und ja, das mit dem WLAN in Deutschland. Ja, das ist leider so. Da kann man nichts machen. Carsten, warst du letzte Woche im Urlaub? Nein, ich war letzte Woche nicht im Urlaub. Ich war immer hier. Du warst anscheinend nicht da. Von daher... Aber er spricht nicht mit uns. Ja, ich muss ja erstmal mitbekommen, dass ihr wieder da seid und ich war ja auch ein bisschen im Game gerade. Twitch will mich immer verarschen. Warum? Was ist denn los? Hast du immer noch kein Twitch? So, das mit dem Kopflosen, den haben wir ja schon längst erledigt. Der dürfte nicht mehr da sein. Wir kümmern uns erstmal um die Gegner hier oben. Ich habe eine Sache, habe ich noch gefunden. Und zwar habe ich noch einen Checkpoint gefunden, der tatsächlich echt scheiße ist. Oh, lol. Wo kommst du her? Moment, den will ich haben. Und zwar ist der Checkpoint direkt hier unten. Das klingt jetzt erstmal geil, dass der Checkpoint direkt da unten ist. Ich kann ihn kurz zeigen. Das Problem ist, dass sobald du hier hochspringst, beginnt der Kampf immer wieder von neuem. Und zwar stehen dann hier links Leute und rechts und alle schießen auf dich, weil du einfach da hochkommst. Deswegen war das ein bisschen kacke. Echt oft reingeschaut. No shit, Mann. Du warst nie bei mir online. Immer. Immer, mein Freund. Ich war immer hier. Jeden Montag, Dienstag, Donnerstag. Steffi war mittwochs immer da. Also. Ganz klar dein Fehler gewesen. Muss ich leider sagen. Ich hoffe, jetzt ist hier kein anderer mehr. Dann können wir nämlich vielleicht versuchen, ihn von oben zu backsteppen. Alpha Kevin, lol. Nein! Das war Alpha Kevin. Oh Gott. Okay, er war der Feuerspucker. Interessant. Gucken wir mal, was er kann. Ach, der war das. Au. Okay, ich erinnere mich. Nicht gut. Okay, was wir machen können, ist statt Giftpulle, Feuerpulle. Thank you.
Ups, das war mein Fehler. Das war knapp. Hätte ich mich beinahe verleiten lassen. Das war knapp. Lol, was wollte der denn da gerade machen? Okay, Nummer 1. Okay. Dass ich bei dem Typen eine klare Linie habe, wie ich spielen will. Das macht es echt einfacher. Weil bei dem die Deckung zu durchbrechen, ist echt nervig, aber kaputt kloppen kann man den ganz gut. Ja, ja, mach ruhig deinen Ninja-Stampfer da. Hol mich doch, lalalalalala. Und Schlag. Zu einfach, zu durchschaubar.
einen Schlag. Und zack, zack. Oh shit. Das ist wie gegen den Berg. Ich spiele mit ihm, bis er mich tötet. Lol. Ich sag's noch. Predicted. Ah, ja. So, damit haben wir unsere vierte Gebärdspele. Gebärdspele. Okay, Gebetsperle. Kastrier den Sack. Jawohl. Warum nicht? Ich meine, wenn er tot ist, braucht er seinen Sack auch nicht mehr. Schnippi, schnappi. Was passiert hier? Säckchen und Schwänzchen wird nicht mehr benötigt. Ja, nee, ist klar. Von so einem Fettsack will man das doch eigentlich gar nicht, oder? Hier war doch auch irgendwo ein Checkpoint, da hinten irgendwo. Wenn ich mich richtig erinnere. Und hier war eine Tür, die immer zu war. Vielleicht ist sie ja jetzt offen. Oh nein, das ist ein Gegner. Ich dachte, das wäre der Typ, der wäre wieder am Leben. Oh nein, ich hasse dich. Ach nee, die hatten wir ja schon längst aufgemacht. Ich erinnere mich. Ach so, Würstchen. Oh Leute. Was ist los mit euch? Hä? Wo, wer und warum? Ach guck mal, da unten. Okay, warum will er mir nicht sagen, aber ich weiß jetzt wenigstens wer. Wir reden nur über Würstchen. Ja, 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 ja. Schon klar. Da oben ist auch noch einer. Oh, shit. Jetzt habe ich erst kapiert, was der da macht. Asoziales Pack. The fuck geht denn hier ab, ey? Da ist ja noch ein. Ey, ich bin hier voll in die Belagerung reingeraten. Was ist denn da los? Der denn da? Was ist mit ihm verkehrt? Hallo? Was zur Hölle? Willst du einen Hotdog? Hotdogs sind schon geil. Guck mal, der kann auf der Stelle laufen. Das ist der Laufbahn-Simulator. Hi ho, hi ho. Ich laufe und bin froh. La 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 la. Hi ho, hi ho, hi ho. Warten wir kurz ab. Der macht einen schlechten Moonwalk. Endlich noch ein Simulator. Und schön, dass du übrigens da bist, Massive. Für den Fall, dass du dich jetzt gerade... ...nicht anständig begrüßt fühlst. Kann ich auch mit der Kanone schießen? Nee, schade. Aber hey, wir haben hier wieder einen Checkpoint. Nee, alles gut. Sehr gut. Holen wir uns mal unsere Lebenspunkte wieder. Ach ja, warte, wir konnten ja noch unsere Lebenspunkte verbessern.
Körpermerkmale verbessern. Weil wir haben ja unsere 8. Gebetskette fertig. Nice. Nein, ich bin dumm. Hallo, da bin ich wieder. Hallo, ich bin dumm. Oh nein, der Laden. Nein. Der arme Händler. Er ist tot. Hamster ohne Laufrad. Bin kein Schussel. Jetzt frage ich mich, ob das wirklich so gut gewesen wäre, wenn wir den dicken Fettwanz hier zu dem Händler geschickt hätten. Dann wäre der doch jetzt auch draufgegangen. Oder aber er hätte den Händler gerettet. Das weiß ich nicht. Du Dussel? Nee, ist alles nicht so nett, ne? Irgendwie. Lol, wo bin ich? Nein, nicht zwei von denen. Nein. Aus, aus. Stopp, 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 stopp. Ja, genau. Ich will hier weg. Ich bin dumm. Oh. Ja, komm zu mir. Autsch. Ich dachte eher so, komm zu mir auf so eine nette Art und Weise. Komm zu mir. Ich bin der Tod an deiner Tür. Drum klopfe ich an. Und schenke dir den Todesstoß. Na 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 na. Ist es vielleicht Liebe? Ach gut. Sorry. Der sieht mich ja immer noch. Ich springe einfach mal in den Töt und töte die Tomate. Ich töte mich. Das ist viel lustiger. Wo ist denn die blöde Tomate? Da ist die Tomate. Nein! Nein! Die Tomate ist aber stark. Ich springe einmal in den Tod. Habe ich in den Tod gesagt? Nee, in den Tod, oder?
Lügen darf man nicht sagen. Aber vielleicht bin ich ja in Wahrheit eigentlich Türke. Ich bringe ihn in den Tod, weißt du? Tod. Ah, nee, die machen mal mit Ü. Tüt. Ich bin in den Tüt gesprungen, weißt du? Sorry. Töt, voll niedrig. Tötere, töt! Das sind aber fiese Möppels. Was für eine Musik hörst du, hör mal? Das ist doch normalerweise deine Musik, oder nicht? Das klingt vielleicht eher so. Es ist vielleicht lieber. Er gehört zu mir. Wie mein Name der Tür. Das ist so eher deins. Oh shit, ich wurde wieder gesehen. Wer hat mich denn jetzt schon wieder gesehen? Welcher von den Eumel hier? Na, der da unten. Oh nein, ich muss weinen. Dann stell die Zwiebel weg. Ach, sehr gut. Der Stream hat wieder fast dieses ganz andere Level erreicht. Dieses ganz andere. Ja, natürlich. Ja, okay, warte. Hast dein Lauch bei dir? Ach, Leute. Es ist einfach sehr, sehr lustig. Oh, shit. Wer hat mich denn jetzt schon wieder gesehen? Ach, der da oben wahrscheinlich. Alles klar bei euch. Leute, 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 hallo. Girl on fire. Mein Level, mein Lachlevel. Ja, ihr müsst halt einfach wieder häufiger hier hinkommen. Ihr seht doch, was dann abgeht. Oh nein. Komm, hör auf, Junge. Was mache ich gegen den? Flammenwerfer war das, ne? Komm! Lol. Okay, der scheint keine Angst vorm Feuer zu haben. Oh.
Ja! Keine Arme, keine Schokolade, deshalb ist er so aggro. Bumm im Arm. Stell ein Bein. Der hat ja doch Arme. Ja, der hat auch Arme. Hast du richtig erkannt. Der hatte Arme. Deswegen doch Schokolade, wa? Ein Mann, eine Festung. Never, Leute, kriegt ihr mich. Ich habe schon mal so eine Festung erlebt hier. Der Baum wurde entparisert. Was? Entparisert. Ach du, what the fuck, ey. Was geht hier nur ab mit euch? Entparisert. Mensch, muss man doch wissen. Standardwort. Lern Vokabeln, du Assi. Hallo, du sollst bitte mal da... Spiel! Ich hasse dich. Okay. Wir teilen keine Schoki. Nö, ihr kriegt meine nicht. Ich frage mich tatsächlich, was mache ich hier eigentlich? Guck mal, da sind Raben. Hey, war da nicht mal dieser eine Verwalter? Wie komme ich denn nochmal zu dem? Hier hoch? Wollt ihr eine Opfergabe kaufen? Noch? Wo die? Wie? Nur? Krass. Gibt's hier irgendwas Interessantes? Nö. Nicht so wirklich. Nichts Interessantes, aber guck mal, wir haben 5000, Leute. 5000. Ach, kann ich mir einen ganzen Parkettboden leisten? Wo die Verstau? Das frage ich mich schon die ganze Zeit, was machst du da? Ja, hier ist ein Gegner und ich denke dann immer so, ey, da ist ein Gegner, das Gebiet kannte ich, aber ist neu und so. Das muss doch irgendwas Geiles jetzt hier geben. Vielleicht ist hier ja noch so ein Zwischenboss oder Nebenboss oder so, weißt du? Ich erinnere mich noch an dieses Gebiet. Hier war der erste Gegner, gegen den wir etwas gezweifelt haben. Wenn ihr euch erinnert, hier war der Typ mit 2 Lebenspunkten und wir haben so ewig gebraucht. Ey, da hinten ist ein Safe Point. Was sind das denn hier für Krallenspuren? Das macht mir gerade irgendwie Angst. Wollt ihr einen Witz hören? Ein Junge fragt seinen Vater, warum weint Mama? Papa, Jugendschwangerschaft. Wow. Jetzt kann ich sogar mit denen reden? Oh, niedergebrannt. Alles. Das Feuer ist außer Kontrolle geraten. Das Heulen. War kaum auszuhalten.
das heulen? War deine Mama auch da drin oder was? Was passiert jetzt? Lol? Oh shit, was ist das denn? Flammen des Hasses. Was zur Hölle geht denn hier ab? Oh oh. Nein, ich habe mich nicht aufgeladen. Der macht Schaden, obwohl ich blocke. Okay. Alles klar. Gebäude einreißen kann er auch. Wow, ich habe ihm einen Schlag verpasst. Nice. Weiß noch nicht so ganz. Was soll ich denn gegen den machen? Ich weiß doch gar nicht, was ich gegen den machen soll. Ich irgendwas? Die Pfeife? Ist das ein Tier? Nee, ne? Erscheinung, könnte man das machen? Den Kampf verlierst du auf jeden. Ja, auf jeden Fall verliere ich den. Das ist echt kacke. Das ist echt kacke, weil ich habe gedacht, ich hätte gerastet, aber habe ich nicht. Und jetzt kämpfe ich nur mit der Hälfte an Zeug. Vielleicht klappt auch das hier. Aber ich glaube, wir versuchen mal die Flöte und wir versuchen einfach mal gerade ein bisschen was aus. Probieren wir es mal. Okay. Okay, seine Schwachstelle ist der Nahkampf. Mann, warum hat das nicht geklappt? Scheiße. Naja, war ja eh erstmal nur ein Schrei. Aber ich habe seine Schwachstelle rausgefunden. Ich will ihn wenigstens einmal. Wenigstens einmal will ich ihn jetzt treffen. Okay.
Wenigstens einmal. Um zu gucken, was in der nächsten Phase passiert. Und was passiert jetzt? Okay, er wird auf jeden Fall mieser. Okay. Wo ist jetzt deine Schwachstelle? Okay, der Nahkampf, das siegreiches Brüllen. Also Leute, ich bin jetzt im Lurk-Modus, weil ich vor kurzem wieder CSGO entdeckt habe. Wünsche euch allen bis dahin noch einen wunderbaren, entspannten Abend. Ja, danke. Den wünschen wir dir natürlich auch. Schön, dass du bis hierhin da warst. Hat mich sehr gefreut. Und ich hoffe, wir sehen uns an die Tage mal wieder. Lass dich mal wieder blicken, mein Freund. Ich würde jetzt gerne mal kurz nochmal... Wo sind wir jetzt gerade? Flammen des Hasses. Okay, mal gucken, ob wir jetzt immer wieder hinkommen. Wäre auf jeden Fall schön. Wir müssen nämlich kurz das Geld ausgeben. Das Geld ausgeben. Wir haben jetzt so viel Geld, da will ich ein bisschen was loswerden. Ach so, wir können auch noch... Ach, das mache ich gleich. Ich muss eh nochmal da dran. Aber einfach mal einen optionalen Boss gefunden, Leute. Wie geil ist das denn? Das hört einfach nicht auf. Der Scheiß hört nicht auf. Geil, ey. So geil. Geladener Schirm. Schützt geöffnet vor Angriffen aus allen Richtungen. Der Segen des Zinnobervogels verhindert Schaden durch feuerbasierte Angriffe. Aber das brauchen wir gerade ehrlich gesagt nicht. Flammensturm könnte uns da eher schon mal helfen. Das kaufen wir uns mal. Okay. Die Flöte ist auf jeden Fall eine sehr effektive Waffe. Blöd halt nur, dass sie so viel Geistembleme... Ich glaube, wir machen mal das normale Flötensignal für 3. Dann können wir es ein paar Mal einsetzen. Aber das wird echt ein heftiger Kampf. Ich glaube, ich muss die Flöte für die dritte Phase aufbewahren. Du hast einen Waldaffen in Rot gefunden. Ein Waldjaugi. Okay, probieren wir es doch nochmal. Okay, ich glaube, so funktioniert es nicht. Hey! Genau, direkt den Kopf in den Sand stecken. Den Schlag kann ich nicht blocken. Das muss ich gerade schmerzlich feststellen. Okay.
Pfeife. Ich will die Pfeife nicht in der ersten Phase benutzen, weil ich glaube, dass sie am Ende entscheidender ist. Die erste Phase zu überstehen ist ja noch das Einfachste. Weißt du, wie ich meine? Ich muss es halt schaffen, die anderen Phasen zu überstehen. Das ist das Schwierige an der Stelle. Ich muss es irgendwie schaffen, in die zweite oder dritte Phase zu kommen, ohne eben... die Pfeife zu benutzen. Und ich kenne noch nicht alle seine Angriffe. Das wird mir dazu. Und die sind auch noch total unübersichtlich. Ich kann das nicht blocken. Nicht blocken. Ärgerlich, dass ich so gut wie tot bin. Den Schirm kann ich auch nicht verwenden. Mann, der Schirm benutzt doch auch die Geistembleme, von denen man nur eine begrenzte Anzahl hat. Ich kann doch meine Prothese nur mit einer bestimmten Anzahl verwenden. Ich kann die Prothese verwenden. Ich kann den Schirm einsetzen, ich kann die Pfeife einsetzen, aber doch nur begrenzt. Ich habe doch unten rechts nur 17 Geistembleme. Allein ein einziges Mal dieses Kackflöten kostet schon 3 Geistembleme. Das ist das Problem. Das heißt, ich kann das sowieso nur 5 Mal in dem gesamten Kampf machen. Die Feuerflasche kann ich gegen die Verbrennung nutzen, das ist richtig. Was ich, glaube ich, in der ersten Phase hauptsächlich tun muss, ist ihn Stück für Stück runterschlagen.
genau so. Ich empfehle einen Feuerlöscher. Natürlich machst du es dann zweimal. Warum klappt das manchmal so gut und manchmal überhaupt nicht? Ich verstehe es nicht. Ich weiß jetzt, bei welchem Angriff ich nach vorne gehen kann. Nämlich bei dem. Jetzt. Okay, gleich habe ich die erste Phase durch. Und dann müssen wir gucken, dass wir irgendwie die zweite hinkriegen. Wettruf, alles klar, schön, dass du da warst, Mina. Bis morgen dann. Schlaf gut. Nicht wahr sein. Ah! Lol.
weil das Pfeifen hat gar nichts gebracht. Alter, das Pfeifen bringt gar nichts mehr. Kann auch daran liegen, weil ich die einfache Pfeife genommen habe. Vielleicht muss man ja die einsetzen, die 4 kostet. Krass, dass der Boss 3 Punkte hat. Ja, das ist tatsächlich krass. Ich wünschte mir auch was anderes, wenn ich ehrlich bin.
Okay, das bringt gar nichts. Ich muss also in die zweite Phase. Okay, okay, okay. Probieren wir es nochmal aus mit der Pfeife. Wow, 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 wow! Was zur Hölle ist das denn? What the fuck? Wenn er so einen Angriff kann, dann werde ich wahrscheinlich die Pfeife gar nicht benutzen können, sondern darauf ausgelegt sein, diesen Federschirm gleich auszubauen. Ansonsten schaffe ich das nicht. Können wir unser Leben noch irgendwie erhöhen? Nein, ich denke nicht, dass wir noch irgendwo 4 Gebetsperlen finden. Das klingt eher... Das ist eher unwahrscheinlich. Wir könnten wahrscheinlich noch ein bisschen mehr... Zum Beispiel hier 5 Fähigkeitenpunkte sammeln. Also dass wir halt farmen jetzt. Fähigkeitenpunkte farmen und dann halt Trankwirkung erhöhen und sowas könnten wir machen. Was ist denn der letzte Punkt? Die noch offen sind? Naja, es sind doch viele offen, also... ich meine, das Problem ist ja, du kannst ja eh nicht alles hier immer benutzen und vieles ist ja auch so passiv. Die Fähigkeiten sind auch nicht darauf ausgelegt, dass du die alle immer haben musst. Aber zum Beispiel könnten wir hier... die Anzahl unserer Geistembleme noch mal erhöhen. Hier können wir die Wirkung von den Konfekten erhöhen. Das hier scheint dann halt ziemlich krasse Fähigkeiten zu sein. Dazu muss man aber alle anderen meistern. Klick da mal bitte drauf. Ja, okay, gucken wir mal gerade durch. Also, wir haben hier noch die Shinobi-Flugkampfkunst. Ermöglicht die Ausführung von Kampfkünsten in der Luft. Das heißt, wir können in der Luft dann halt die Fähigkeiten einsetzen. Gewährt die latente für Shinobi-Blick, die den Schaden für die Haltung nach erfolgreichem Kiri-Konter erhöht. Bewegungsgeräusche unterdrücken, indem sie das Hörvermögen eines Feindes hemmen. Und Geheimtechnik des Shinobi-Stils Schattensturm. Entfessle einen starken Stoß mit großer Reichweite und benutze den aufgespießten Gegner als Plattform, um himmelswärts zu springen. Sei wie ein jagender Uhu und steig wieder empor, wenn du deine Beute erlegt hast. Beim Sprung werden Geistembleme verbraucht.
Hier können wir dann im Spruch auch unsere Prothese benutzen. Dann halt mehr Geistembleme. Lässt nach dem Einsatz bestimmter Prothesenmodule die Übertragung der Kraft des Moduls in das Schwert zu, um sie nach vorn freizusetzen. Der Angriff variiert je nach angewendetem Modul. Ja, die letzten sind natürlich die besten, aber das Problem ist, wir haben nicht über alle die Informationen. Zu manchen musst du halt erst noch hinarbeiten. Geheimtechnik des Senpo-Tempels, die den Senpo-Sprungtritt und Hiebe und weitere Tritte ergänzt. Die Technik hat keine wahre Form. Aber das ist halt Farmen und das will ich dann irgendwie nicht im Stream machen. Ich probiere den jetzt noch. Das lief ja gerade schon besser. Immer wenn er mich auf den falschen Fuß erwischt. Alter, der tritt mich gerade die ganze Zeit auf den falschen Fuß. Okay, versuchen wir es einfach nochmal.
Shit. Nein! Oh. Wieso trifft mich das denn jetzt? Scheiße. Keine Heilmittel mehr. Wow! What the fuck? Habt ihr das gesehen? Habt ihr das am Ende gesehen? Der hat die Pfeife abbekommen und trotz Pfeife konnte der sich widersetzen. Das war knapp.
Scheiße! Wie soll ich dem ausweichen? Wieder in dem Moment, wo ich gerade... Ich kann dem nicht ausweichen. Ich weiß nicht, wie ich dem ausweichen soll. Ach, jetzt kommt der Scheiß vor. Jetzt kämpft er noch mit unfairen Mitteln. Ich werde hier für heute Stopp machen. Das reicht für heute.